Die Bilder zeigen den Querschnitt von einem männlichen Oberkörper. Sie sind mit einem Computertomographiegerät gemacht worden. Abgekürzt heisst es CT-Gerät. Da sieht man schön schwarz die Lungen und die sind hier zentral die Gefäße. Man sieht dann das Herz und die Hauptschlagader direkt vor dem Wirbelkörper und dann hier noch die Speiseröhre. Vor 2 Jahren hat das Spitalzentrum Biel ein altes Gerät durch ein neues CT-Gerät ersetzt, das präziser und die Strahlenbelastung von Patienten deutlich kleiner ist. Der Professor Scholz Sütsch ist leitender Arzt für Radiologie im Spitalzentrum Biel. Er hat über Strahlenschutz viel geforscht und gilt als Experte auf diesem Gebiet. Das Gerät funktioniert mit Röntgenstrahlen. Das ist theoretisch gesundheitsschädlich. Die sind ionisierende Strahlen und im Vergleich zu einer konventionellen Röntgenaufnahme ist diese Strahlenbelastung ziemlich hoch. Der Joël Bühler ist lange wegen einer Lungenentzündung behandelt worden. Sein Zustand hat sich aber nicht verbessert. Der Hausarzt hat ihn darum für eine Untersuchung mit einem Computertomographiegerät ins Spitalzentrum Biel geschickt. Es gibt ein sehr breites Spektrum, wo das Gerät dann verwendet werden kann. Sehr häufig werden dort lebensgefährliche Situationen, Zustände ausgeschlossen, wo man wirklich sehr rasch um Leben und Tod entscheiden muss. Zum Beispiel beim Hirnschlag, Hirnblutungen, verschiedene Tumorerkrankungen, Gefäßverschlüssen, wo wir mit Hilfe dieses Gerätes sehr rasch zu einer Diagnose kommen. Bei Tumorpatienten ist das Gerät auch bei der Verlaufskontrolle unabdingbar. Monsieur Bühler, s'il vous plaît. Bonjour, Monsieur. Bonjour. Beim Joël Bühler sollen zusätzliche Veränderungen im Lungengewebe ausgeschlossen werden. Ist es eure erste Untersuchung im CT-Gerät? Ja, sehr gut. Für die Untersuchung geht ihr in die Kabine. Ihr müsst den Pulli abziehen und die Bluse hier hinten anlegen. Ich komme euch den von der anderen Seite holen. Wenn eine CT-Untersuchung wirklich indiziert ist, also wenn das wirklich durchgeführt werden muss, dann versuchen wir, diese Untersuchung mit der tiefsten Strahlendosis durchzuführen. Man muss die Dosis immer bei jedem Patienten individuell anpassen. Das heißt, wir sind besonders sorgfältig und vorsichtig bei jungen Patienten, bei schwangeren Frauen, wenn dort überhaupt eine Untersuchung notwendig ist oder zum Beispiel bei Kleinkindern. Est-ce que vous êtes prêt? Très bien. Vous pouvez venir. Ihr könnt jetzt kommen. Et vous pouvez vous allonger avec la tête. Ihr könnt hier ablegen, den Kopf hier und die Füße hier. Ich lege euch einen Bleischurz an, der euch vor der Strahlung schützt. Und die Beine lege ich euch ein Küssi. Ist es nicht bequem? Die Untersuchung geht 5 Minuten. Es ist wichtig, dass ihr ruhig liegt und euch nicht bewegt. Der Tisch, der darauf liegt, wird hin und her bewegt,
und eine Stimme sagt euch, wenn ihr einschnaufen müsst oder den Atem anhalten. Vous demandez d'inspirer, garder l'air à plusieurs reprises, non? D'accord? Die Strahlenbelastung bei einer Computertomographie-Untersuchung ist hoch. Der Vergleich mit einer konventionellen Röntgenaufnahme zeigt, die Strahlenbelastung ist zwischen 10 und 400 Mal grösser. Der erste Schritt ist immer, also die Indikation abzuwägen. Das heißt, ist die Untersuchung überhaupt notwendig, ja oder nein? Falls ja, dann möchten wir nur das Zielorgan oder die Zielregion untersuchen und danach werden wir nur wenig Serien, also nur wenig, so wenig Spirale durchführen, wie es unbedingt notwendig ist. Die Strahlenbelastung ist unterschiedlich gross, je nachdem, was untersucht wird. Bei einem Bauch ist sie grösser als bei einem Brustkorb. Bei Gelenk ist die Belastung auch relativ klein, weil das Bestrahlungsfeld kleiner ist. Grundsätzlich kann man sagen, dass dünnere Patienten praktisch immer eine tiefere Strahlenbelastung erhalten als korpulente, also dickere, übergewichtige Patienten. Also, on va commencer. Im Spitalzentrum Biel werden täglich zwischen 20 bis 25 CT-Untersuchungen durchgeführt. Der Strahlenschutz hat auch bei den Mitarbeitern des Spitalzentrums eine hohe Priorität. Die Mitarbeitenden sind normalerweise nicht im Raum, wenn die Untersuchung durchgeführt wird. Das ist die wichtigste Maßnahme. Wenn zum Beispiel das Personal bei beatmeten Patienten im Raum anwesend sein müssen, dann haben sie immer Bleischutz dabei und auch Schilddrüsenschutz. In der Schweiz werden jährlich 1 Million CT-Untersuchungen durchgeführt. Das sind nur 6% von allen radiologischen Untersuchungen, wie das konventionelle Röntgen, die Mammographie oder das Dentalröntgen. Aber die Strahlenbelastung der CT-Untersuchungen liegt bei knapp 70% von allen diagnostischen Verfahren. Man darf nicht vergessen, dass der Nutzen von einer CT-Untersuchung ist immer deutlich höher als das geringe Strahlenrisiko. Das heißt, wenn eine CT-Untersuchung durchgeführt werden muss, dann sollte man, nachdem das Strahlenrisiko abgewogen wurde, wirklich diese Untersuchung durchführen und aus Angst von der Strahlung nicht einfach verschieben. Die Radiologie vom Spitalzentrum Biel ist unter den besten Instituten der ganzen Schweiz. Wie die Grafik zeigt, sind die Werte von Strahlendosis bei Untersuchungen von verschiedenen Körperstellen deutlich unter dem Referenzwert vom Bundesamt für Gesundheit. Also Herr Bühler, jetzt haben wir diese CT-Untersuchung durchgeführt und das Resultat von der CT-Untersuchung ist für den Joël Bühler positiv. Also von dieser Entzündung, was man dort beanstandet hat, sieht man ganz, ganz wenig, wenn etwas überhaupt. Im Bereich des linken Unterlappens sieht man leichte Minderbelüftungen, ein bisschen narbige Veränderungen, auch auf der rechten Seite. Aber eine große Entzündung sieht man dort nicht mehr. Also Sie können sich beruhigen. Das ist wirklich ein gutes Resultat. Also, vielen Dank. Alles Gute wünsche ich Ihnen. Schönen Tag noch und Sie können jetzt zum Hausarzt zurückgehen. Ja? Schönen Tag. Wiederschauen.